Sie ist mit ihrer kleinen Tochter an der Hand schwanger zu Fuß über die Berge von Syrien in die Türkei geflüchtet. Nur mit Glück hat sie die gefährliche Überfahrt nach Griechenland überlebt. Die 22-jährige Syrerin Rim Abu Aita. Ihr Ziel war Österreich. Gelandet ist sie in Dreiskirchen. Aber dort allein ihr Kind auf die Welt zu bringen, das hat sie sich nicht vorstellen können. Dank der beherzten Niederösterreicherin Katharina Lukas ist es auch nicht so weit gekommen. Das Haus der Familie Lukas in Leobendorf in Niederösterreich. Ein ganz normales Einfamilienhaus, nur dass hier seit Ende September zwei Familien leben. Katharina und Robert Lukas und ihr Sohn Lenny und Rim Abu Aita aus Syrien mit ihrer Tochter Rimas und der Neugeborenen Aslam. Katharina und Robert haben Rim Ende September aufgenommen, als sie hochschwanger und in Dreiskirchen war. Ich bin Katharina so dankbar. Sie ist wie eine Schwester, eine Mama für mich. Sie hat mir geholfen, als ich ganz allein war. Ich bin sehr glücklich hier. Dank Familie Lukas ist die kleine Aslam am 29. Oktober nicht in Dreiskirchen, sondern im Krankenhaus Korneuburg auf die Welt gekommen. Katharina war bei der Geburt dabei. Das hat die beiden Frauen einander sehr nahe gebracht. Wir waren natürlich freundlich und nett, aber richtiges Vertrauen aufbauen, das hat sich dann quasi wirklich mit der Geburt zugespitzt. Also da gibt es dann keine Barrieren mehr, wenn man daneben sitzt und die Hand haltet, während die Frau das Kind kriegt und man streichelt ihr über den Kopf und sagt, du machst das geht schon, atmen, alles wird gut. Da ist dann einfach ein ganz anderes Verhältnis da. Robert und Katharina kennen mittlerweile auch Rims Familie. Ein Teil davon lebt auch in Österreich, doch Rims Eltern und ihre zwei jüngsten Brüder leben in Jordanien. Über Videotelefonate halten sie Kontakt. Hallo. Hallo, hallo. How are you? Auch Rims Eltern sind froh, dass ihre Tochter ein gutes Zuhause gefunden hat. Im September haben Robert und Katharina beschlossen, ihr Haus zumindest vorübergehend mit einer geflüchteten Familie zu teilen. Wir haben festgestellt, wir haben einfach zu viel Gewand und dieses Gewand gehört sortiert. Und wir haben beschlossen, wir brauchen einen begehbaren Schrank. Währenddessen ist eben diese ganze Flüchtlingssituation medial präsent gewesen. Dann hat kurzerhand man dann ausgemistet, also meine Frau auch für mich ausgemistet. Und dann sind wir draufgekommen, wir brauchen den Raum eigentlich gar nicht. Wir kommen eigentlich mit den Kästen aus, die wir haben. Genau. Und ja, und dann war der Raum mehr oder weniger schon frei. Und ja, dann haben wir uns entschlossen, wieso nicht richten wir das her, um jemanden aufzunehmen. Für was Sinnvolles. Für was Sinnvolles, genau. Den Schrankraum, den vermissen sie nicht. Dass es in ihrem Haus jetzt ein bisschen turbulenter zugeht, daran haben sie sich gewöhnt. Und auch Riem ist aufgetaut, erzählen sie. Wir gehen ganz normal miteinander um, als wäre sie wie jedes andere Familienmitglied im Endeffekt. Und sie ist auch mit der Zeit immer entspannter geworden. Also sie trägt daheim auch ihr Tuch nicht mehr. Und ja, es ist einfach ein sehr entspanntes Miteinander. Entspannt ist auch die kleine Aslam. Für die nähere Zukunft ist sie dank Familie Lukas versorgt. Aber wie soll es weitergehen? Ich träume davon, dass es in Syrien wieder Frieden gibt. Aber Österreich ist ein schönes Land, in dem meine Kinder in die Schule gehen können. Bis dahin lernt Lenny von ihrer Tochter Arabisch und sie von ihm Deutsch und wie gut Essiggurkel schmecken. Aus zwei Familien in einem Haus ist mittlerweile wieder eine Familie geworden, eine große. Berichtet Konstanze Ertl.